Hallihallo, ich bin Simone Drees und bin vor ca. 10 Jahren in die Selbstständigkeit gestartet als Kinder- und Jugendcoach. Das sind heute noch meine Lieblingskunden. Mittlerweile habe ich auch viel Eltern im Coaching, mache viel Business-Coachings und vermiete in Hamburg die Coaching- und Seminarräume in der Villa der Möglichkeiten. Und auch dort empfange ich einfach ganz viele Kinder und Jugendliche in meiner Praxis. Und ich mag dich mal einladen auf ein kleines Gedankenspiel, weil auch das hat mit Kindern zu tun. Stell dir vor, wir würden schon von klein auf lernen, mit unseren Körpern zu kommunizieren. Also letztendlich tun wir das im Grunde von klein auf. Doch dann passieren so ein paar Dinge, dass wir davon abgeschnitten werden. Und was ist, wenn wir dieses, wie wir lernen, mit Messer und Gabel zu essen, wie wir, weiß ich nicht, andere Dinge lernen, wenn wir groß werden, dass es so eine Selbstverständlichkeit wird, einfach mit dem Körper zu kommunizieren, ihn vielleicht mit in unser Leben einzubeziehen, ihm Fragen zu stellen. Und was ist, wenn dein Körper dir tatsächlich antwortet? Und was ist, wenn das so eine ganz andere Selbstverständlichkeit bekommt und eine ganz andere Sichtweise, wie wir mit unseren Körpern sein können? Ich erlebe das in meinen Coachings immer wieder. Die Kinder haben eine Körperwahrnehmung, nur wurde ihnen ja nie beigebracht, wie sie es tatsächlich umsetzen. Und darum geht es ein bisschen in meinem Interview. Zum einen, wo schneiden wir uns tatsächlich schon ab und wie können wir da wieder was verändern? Und was würde sich tatsächlich in unserem Leben verändern, wenn wir einen ganz anderen Blickwinkel auf unsere Körper bekommen und nicht mehr schauen, dass er ein bestimmtes Aussehen hat, sondern ihn ganz anders in unser Leben einbinden? Ja, ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf bei diesem Körpersummit. Und ja, was braucht es, dass wir eine ganz andere Sichtweise in Zusammenhang mit unseren Körpern bekommen? Und ja, hab ganz viel Spaß beim Anhören der vielen Interviews. Es sind mega tolle Sachen dabei. Und ich freue mich auf jeden einzelnen von euch.